Holiday Time für mich ist in der Früh auf den Berg gehen, einen super Sonnenaufgang sehen, ein Top-Foto kriegen und dann einfach die Aussicht genießen. Für einmaliges Foto im perfekten Licht stehe ich sehr gerne etwas früher auf. Meine Freundin tut sich da nicht so leicht und darum ist mein erster Gang meistens zur Kaffeemaschine. Da bereite ich ihren Kaffee vor und dann kommt sie auch leichter aus dem Bett. Außerdem macht es doppelt so viel Spaß, wenn wir zu zweit oben sind. Heutzutage mache ich die meisten Fotos digital, aber ich habe mit analoger Fotografie angefangen und mache das auch heute noch ganz gern. Ein paar Filme habe ich immer griffbereit zu Hause. Die richtige Lagerung ist da natürlich sehr wichtig. Und bei mir ist das einfach immer der Kühlschrank, weil da schütze ich die Filme vor Hitze und Feuchtigkeit. Mein Fotorucksack packe ich immer schon am Vortag, um am nächsten Tag keine Zeit zu verlieren, weil in der Früh zählt wirklich jede Minute. Mein Smartphone habe ich immer dabei, da sind nützliche Sachen drauf wie Wetterforecast oder Karten mit Höhenlinien oder weitere nützliche Apps. Und da ist es super praktisch, wenn man manche Dinge dann auf dem Smartphone aus steuern kann. Ich bin wirklich happy, einen Beruf zu haben, der mich voll erfüllt, für den ich brenne und der mich erfordert. Jeder Aufstieg und die ganze Arbeit am perfekten Bild ist für mich eigentlich schon Quality Time. Ich könnte mir heute eigentlich nichts mehr anderes vorstellen. Außer, dass ich vielleicht Geografielehrer geworden wäre. Aber dann hätte ich die geilen Landschaften immer nur auf Karten gesehen. Und dann kann ich endlich anfangen, meine Fotos zu machen. Wenn dann das Licht und das Motiv perfekt sind, nehme ich mir die Zeit, spanne einen Film ein und mache ein analoges Foto. Die Stimmung und das Gefühl ist immer wieder was Besonderes und es wird einfach nie das Gleiche sein. Quality Time für mich hat immer mit dem Berg zu tun, egal ob im Winter oder im Sommer. Ich bin so gern oben und die Freiheit da oben ist einfach grenzenlos. Zurück daheim, lade die Fotos gleich auf den Computer und fange mit dem Bearbeiten an. Da bin ich ein Stück weit Perfektionist und nehme mir wirklich Zeit dafür. Ich glaube, die Liebe zum Detail sieht man dann auch am Resultat. Ein Resultat, das die Betrachter wirklich schätzen. Quality Time für mich ist, wenn ich schon unterwegs war, ein einmaliges Foto geschossen habe und dann trotzdem noch genug Zeit bleibt, um mit der Freundin den Tag zu verbringen.